Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Python-Programmierung. Die Adressen der Bilder einer HTML-Seite herausfiltern. Die Zeilen wurden im Voraus gespeichert in der Datei bilder-auslesen.py und die Datei wurde ausführbar gemacht. Die Adressen der Bilder stecken im HTML-Tag img, im Attribut src. In diesem Python-Skript werde ich auch nur das img-Tag berücksichtigen. Bedenken sollte man, dass auch Links, also a-Tags, mit dem Attribut href zu einem Bild führen können. In CSS-Dateien stecken manchmal ebenfalls Bilder. Zwei grundsätzliche Schritte sind erforderlich, um das Ziel zu erreichen. Erstens, den Inhalt der HTML-Seite erfassen, herunterladen. Zweitens, den Inhalt durchforsten und nach den Adressen der Bilder suchen. Die Bibliotheken urlib und urlib2 können uns beim ersten Schritt behilflich sein. Ich verwende in diesem Beispiel urlib2. Urlib2 wird importiert. Mit der Funktion URL open wird die angegebene Webseite geöffnet und anschließend mit read gelesen. Die HTML-Zeilen werden als Zeichenkette in einer Variable gespeichert, die hier heißt Inhalt der Webseite. In Zeile 9 wird der Inhalt der Webseite mit Print ausgegeben. Das Zwischenergebnis können wir uns schon mal anschauen. Ich starte das Skript mit Python bilder-auslesen.py. Das erste, was einem für Schritt 2 einfällt, ist wahrscheinlich der reguläre Ausdruck. Also können wir schon mal das Modul RE importieren. Den regulären Ausdruck nochmal zu erklären, wäre zu viel des Guten. Ich lasse es lieber. Was in Zeile 11 passiert ist, der Inhalt der Webseite wird nach einem bestimmten Muster durchsucht. Alle Zeichenketten, die dem Muster entsprechen, werden in einer Liste gespeichert. Die Liste heißt hier Bilder. Wir suchen ein img-Tag mit dem Attribut src. Andere HTML-Tags sind natürlich auch möglich, wie zum Beispiel das Video-Tag. Beim Video-Tag muss man aber beachten, dass es auch mehrere Quellen geben kann. Das, was in den runden Klammern steht, wird entnommen. Die URL, die Internetadresse des Bildes. Andere reguläre Ausdrücke sind selbstverständlich denkbar. Das Ergebnis sieht dann so aus. Speichern und ausführen. Eine andere Variante für Schritt 2 sind HTML-Parser und Web-Scraper. Zwei Möglichkeiten möchte ich vorstellen. Einmal Scrapy und Beautiful Soup. Für Beautiful Soup muss das Paket Python-bs4 nachinstalliert werden. Mit dem Befehl sudo apt install Python-bs4. Nun kann die Bibliothek importiert werden. Beautiful Soup wird mit dem HTML-Parser auf den Content der Webseite angewendet. Alle img-Tags werden mit der Funktion Select ausgewählt und in die Variable Bilder geschrieben. Am Ende wird der Wert des src-Attributs ausgegeben bei allen img-Tags. Die Ausgabe des Skripts sieht dann so aus: Python bilder-auslesen.py ausführen und hier das Ergebnis. Ähnlich funktioniert Scrapy mittels sudo pip install Scrapy wird Scrapy installiert. Für unsere Zwecke reicht der Selektor von Scrapy. Der Text, der ausgewertet wird, ist der Inhalt der Webseite in HTML. Alle drei Optionen, die man hier sieht, sind einsetzbar. Zeile 22, 23 und 24. Eine reicht aber. Der CSS-Selektor ermittelt alle src-Attribute in den img-Tags. Es wird eine Liste erstellt, die hier heißt Bilder.
Die Liste mit allen URLs wird am Ende durchlaufen. Jede einzelne Adresse wird ausgegeben. Speichern und Skript ausführen. Python Bilder auslesen.py. Das war dieser PowerDome Screencast. Ciao und viel Glück!